Apple hat nun nach der Ankündigung im Oktober 2022 iTunes unter Windows komplett eingestellt. Genauso wie auf dem Mac läuft nun vieles über einzelne Apps und nicht mehr zentral über iTunes. Und alles, was ihr als Windows-Nutzer mit einem iPhone oder iPad nun wissen müsst, erfahrt ihr in diesem Video. Apple hat iTunes unter Windows, genauso wie schon länger unter macOS, nun aufgeteilt. Aus einem zentralen Programm wurden nun drei Programme, die schon länger als Vorschau verfügbar waren, nun aber offiziell für alle zur Verfügung stehen. Die drei Apps heißen Apple Music, Apple TV und Apple Geräte. Lediglich Apple Podcasts und Hörbücher fehlen aktuell noch und rein optisch und von den Funktionen her sind die Apps sehr ähnlich wie unter macOS. Installieren könnt ihr die drei Apps natürlich ganz einfach kostenlos über den Microsoft Store. Die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung und ihr müsst mindestens Windows 10 auf eurem PC installiert haben. Und was passiert jetzt genau mit iTunes? iTunes existiert zwar Stand jetzt weiterhin, allerdings wird es nicht weiterentwickelt und ist auch nicht mit zukünftigen Windows-Versionen kompatibel. Genauso wie mit zukünftigen iOS-Versionen ist es durchaus denkbar, dass da das Synchronisieren irgendwann nicht mehr funktioniert. Ich persönlich denke, dass Apple irgendwann auch den Stecker komplett ziehen wird. Das heißt, über iTunes wird dann keine Verbindung mehr zu den Apple-Servern aufgebaut. Neuere iOS-Versionen oder iPadOS-Versionen werden nicht mehr kompatibel sein und damit stirbt iTunes dann irgendwann komplett aus. Und wie synchronisiert man jetzt zukünftig unter Windows ein iPhone oder ein iPad? Das funktioniert über die neue App Apple Geräte. Mit dieser könnt ihr ganz einfach Dateien übertragen, Musik oder auch Apps, Filme und so weiter. Genauso wie ihr es von iTunes kennt. Die App sieht auch wirklich sehr ähnlich aus wie iTunes oder auch wie der Finder unter macOS. Das heißt, es ist vom Prinzip her wirklich sehr ähnlich. Außerdem könnt ihr über das Programm Apple Geräte natürlich auch weiterhin Backups erstellen, also lokale Backups auf eurem Windows-PC von euren iPhone- oder iPad-Daten sind natürlich weiterhin möglich. Werdet ihr iTunes vermissen und habt ihr noch weitere Fragen, dann schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und vergesst auf jeden Fall nicht, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren, um in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!